Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von All the Mods 9. Ja, es gibt eigentlich gar nichts zu zeigen, was zwischendurch passiert ist, was ich sonst ja immer tue. Denn, ja, es ist nichts passiert. Ganz einfach. Ich war ja weg, wie vielleicht einige bemerkt haben. Es ist ja nichts gelaufen. Am Ende, oder sagen wir mal, ja, am Ende des letzten Streams habe ich hier noch versucht, so ein bisschen was zu verändern, weil mir das nicht gefiel. Der Raum, der wird also jetzt doch anders gestaltet. Ich weiß gar nicht, ob ich es dabei belasse, bei diesem Material. Jedenfalls gefiel mir das Ganze nicht. Und deswegen werde ich das irgendwie verändern. Ich weiß es noch nicht. Das Problem in meinen Streams und auch sonstigen Tätigkeiten ist ja, ich bin oft auch weg und habe auch sonst eine ganze Menge mit, ja, wie ein Gewissen, mit meiner Musik zu tun. Und insofern komme ich kaum zum Aufbauen und zum Vorbereiten. Also das ist der Grund, weswegen, wie ich bei YouTube so schön gelesen habe, bei einem Kommentar, das ist manchmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, vielleicht nicht zerfasert, aber so leicht unorganisiert, sag ich mal, manchen vorkommen mag, wie ich das hier anstelle. Aber das liegt einfach daran, dass ich nicht wie andere so einzelne Folgen vorbereite und die offline dann gestalte. Sondern das ist so, dass ich das also mehr aus dem Stream heraus entwickle und manchmal eben auch auflaufe. Das ist gar nicht zu vermeiden. Ja, aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm weiter. Dann ist es halt so, ne? Also jeder hat seinen Stil. Und bei mir ist es halt die Zeit, die so ein bisschen ein Problem bereitet. So, das stecken wir gleich mal hier rein und dann gucken wir mal, wo habe ich sie denn jetzt? Ich habe die gar nicht rausgeholt, die Teile. So, dann können wir mal davon welche erzeugen. Das ist gar nicht schlecht, denn die hatten wir ja, wir hatten ja dieses Model. Prediction Matrix brauchen wir natürlich, ist klar. Holen wir auch gleich und dann geht es hier auch wieder weiter. So, dann kann man das andere nämlich oben reinpacken. Ich mache das erstmal hier. Mal gucken, ob ich da genug Platz habe. Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, irgendwie, ja, ich habe da irgendwas gemacht, irgendein Upgrade drin. So, wir sind im letzten Stream, das ist ja schon eine Weile her, da hängen geblieben bei der Ausgestaltung oder Verbesserung von Mystical Agriculture. Ich habe danach doch noch irgendwas ermittelt. Moment, ich muss erstmal hier was ablegen. Das habe ich schon vorbereitet. Was ist das? Das ist neu, ja, genau. Ein neues Model. Ja, ich will mal hier eine Kiste rausholen. Also eine Chest. Nehmen wir mal die, oder? Nehmen wir vielleicht eine große? Oh, ich glaube, ich nehme eine große. Ja, das ist besser, denn ich brauche jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge an, an Platz, um das alles reinzusetzen hier. Moment, Uraninite, das könnte aber auch wieder, das könnte wieder da rein. Ja, das eh was gar nicht laufen lassen. Oh, ihr stört mich schon wieder. Hier gibt es auch so ein Tape, ich muss mal gerade gucken. Ich habe gerade diese Warp Plate mir mal angeguckt. Tape, ein Tape um, das Packing Tape, ist das kompliziert? Eigentlich gar nicht mal, ne? Das sollte man benutzen können, um eine Kiste zu verlagern. Ich guck mal gerade, Moment, muss gerade mal aufladen hier, so. Ja, das machen wir hier an dem Packing Tape. Müsste doch eigentlich damit gehen, mal gucken. Requires paper to work. Ah, ich brauche Papier. Das heißt, ich brauche, also es ist achtmal zu benutzen. Oder gibt es da noch ein anderes? Nee, das ist es wahrscheinlich. Das ist es wahrscheinlich. Mal gucken. Denn wir haben ja hier eine sophisticated storage. Dann wird es wohl das sein. So, machen wir mal das andere. So, das geht. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das verlagern. Ob wir das einfach abhauen oder müsste ja dann wahrscheinlich mit dem
mit einer Axt zu machen sein. Wo habe ich jetzt meine Axt? Ja, da ist sie, da ist sie. So, 8-mal kann man es benutzen, aber es ist ja auch gar nicht schlecht. So, und wenn ich es jetzt dann wieder hinstellen würde, dann ist das wieder ganz normal. Ja, das ist sehr praktisch, aber irgendwas vermisse ich. Ich habe hier doch was rein. Ach so, Uraninite hatte ich ja da nicht mehr drin. Ja, mein Kurzzeitgedächtnis lässt zu wünschen übrig. Ich hoffe nicht. Das Packing Tape, wo packen wir es denn hin? Das eine brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, ach, ich pack's einfach hier rein, komm. Was soll das? Das kommt hier rein und dann ist gut. So, das kommt weg. Und dann fangen wir an. Und zwar mit einer Information, die ich schon habe. Ich habe ja hier versucht, diese Watering Can irgendwie da zu installieren. Ich habe mehrere Versuche gestartet. Bin aber immer aufgelaufen und ich habe rausgefunden, dass das hier nicht zugelassen wird. Das ist, also Fake-Player werden hier nicht gestartet. Das heißt, alle Fake-Instrumente sind in der Config disabled. Und ich möchte es auch nicht verändern, weil das ja nicht fair wäre. Also wenn man ein Spiel spielt, was andere entwickelt haben, und man fuchtelt da rum und macht es anders, finde ich, ist das nicht mehr das Originalspiel. Deswegen werde ich da auch gar nichts machen. Sonst kann man auch gar nicht vergleichen. Wie hat der eine das gemacht, der andere? Jeder hat dann irgendwas verändert und macht dann seine Sachen. Also ich finde das schon gut, wenn es ein bisschen vergleichbar ist und man weiß, wie man das so ausgestalten kann. Ja, also bleiben wir dabei erstmal bei dieser Art, das zu beschleunigen. Was ich noch überlegt habe, wäre, wir haben ja eine ganze Menge von dem Fertilized Essence und wenn man die benutzt, um, hier habe ich auch schon wieder eine Menge, oh, es kommen auch allerlei andere Sachen. Wenn man die benutzt, um den Fertilizer, wie heißt das, Fertilizer, mal gucken, hier, diese Sache, wenn man Fertilizer verwendet und hat einen Block, meinetwegen, das ist so der Gedanke. Ich habe jetzt hier diesen Modular Router, habe dabei einen Block mit irgendeinem Seed drauf, also meinetwegen auch Unobtainium oder so, was ich brauche, oder meinetwegen auch Nether Stars, die ich ja auch viel brauche. Dann kann man das ja hier mit so einem Activator Module verändern. Ja, also wenn ich das hier mit Erde verbinde, also hier an der Seite vielleicht so ein Stück Erde, das kann jetzt auch in mehreren Etagen sein oder was auch immer, und habe den Fertilizer, die Essenz da drin, und dann ist das instant, ist das also gewachsen. Ne? Man kann ja das hier mal, ich kann das ja mal darstellen, hier den Fertilizer, wenn ich den jetzt habe. Und habe hier meinetwegen irgendeine hochwertige Pflanze, ne? Dann geht das also ganz schnell. Das wird natürlich nicht eingesammelt, das ist klar. Denn dieses Ding da, hier, der Harvester, ja, doch Probleme. Der Harvester, der sammelt ja nur ein, was er selbst auch harvestet. Ne? Und insofern muss man dann so einen Absorption Hopper oder irgendwas dazu nehmen und dann geht das ja auch. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann es vielleicht auch mit dem Modular Router machen. Der sammelt ja auch ein. Also es gibt so ein, ich glaube, so ein Vakuum-Module oder sowas. Also das wäre alles lösbar. Mein Versuchsfeld wird dann natürlich anders aussehen. Da wird man verschiedene besondere Seeds haben. Und diese besonderen Seeds werde ich dann mit dieser Essenz, mit dem Fertilizer hier besonders belegen und dann auch eine Menge erzeugen, will ich mal hoffen. So, jetzt wollen wir mal dieses Ganze hier ein bisschen verändern. Ich überlege, ob ich das jetzt hier mache oder ob ich, ich würde das vielleicht erweitern. Vielleicht sollte ich einfach hier das Ganze wegmachen. Ich meine, ist ja jetzt Unsinn. Dann machen wir das weg. Ja, das müsste eigentlich hier mit diesem Activation, nee, Puller und
Und Sender Module, das hatte ich schon irgendwann gemacht. Also Puller und Sender, das ist ja auch schon darauf fixiert, ne? Jawohl. Also das zieht die Sachen ein, muss natürlich auch eine Essenz rein. Gucken. Einmal Essenz, das wollen wir haben. Wenn wir jetzt andere Essenzen brauchen, die wir verlagern wollen, müssen wir die natürlich auch irgendwie haben. Aber ich will ja das eigentlich nur haben für Inferium-Essenz. Die anderen können wir irgendwie anders rausziehen. Das ist jetzt kein Problem. Das kriegen wir auch, indem wir das anders woanders hinschieben. So, jetzt haben wir das Puller-Modul. Das zieht die Sachen ein. Und jetzt müssen wir nur weiterleiten in meinen. Ach so, ich hatte, glaube ich, hier überlegt mit dem Stack Upgrade. Das ist auf jeden Fall wichtig. Reicht eins vielleicht? Ja, wahrscheinlich reicht das schon, oder? Nee? Also, es sind nicht Stacks. Man kann natürlich letztlich auch Stacks rausholen. Nehmen wir mal drei. Aber das müsste eigentlich reichen. Ja. Gut, das füllt sich natürlich jetzt. Der Speicher füllt sich, ist ja noch kein Sender-Modul drin. Das müssen wir natürlich auch haben. Hier ist es schon und dann kommt das Sender-Modul und ich glaube, das hatte ich auch schon belegt mit irgendwas. Aber ich wollte es verändern und zwar wollte ich dieses Teil hier wegnehmen. Da müssen wir natürlich. Ich hoffe, vergisst er alles oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich müsste es ausprobieren. Packen wir hier was weg. So, die Dinger weg. Und auch da ist auch schon wieder eine ganze Menge drin. Das ist sehr gut. Aber wir können irgendwann auch aufhören damit, mit diesen Kisten. Das ist schon auch lästig. So, machen wir es so. Ich ziehe das einfach raus jetzt. Ja, ich ziehe das einfach raus. So. Der vergisst nichts. Der vergisst gar nichts. Der hat alles drin, ne? Das ist wunderbar. So. Und dann packen wir den einfach mal hier hin. Wohin? 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 Hier. Da. Das ist genau die richtige Stelle. Da. So. Und da soll das Ding, sollen die Essenzen landen. Jawohl. So. Also ich ziehe das jetzt unten raus. Und dann kommt das da rein. Hier wird natürlich noch nichts weiter gemacht, weil ich noch gar keine Lilypads habe und da passiert natürlich gar nichts. Machen wir erstmal ein bisschen mehr. Bisschen Stoff hier, so. Und da hinten, da brauchen wir noch ein paar mehr. Einen noch, so. Und dann kann das marschieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es nicht besser ist, doch welche drunter zu setzen in einer anderen Ebene, weil das möglicherweise schneller geht. So, jetzt müssen wir aber auch noch den Fertilizer haben. Diesen. 64, sehr schön, jawohl. Machen wir erstmal die fertig hier. Das ist ja doch immer noch eine Beschleunigung, habe ich gesehen. So, und du störst. Du störst. Gut, haben wir alles. Das andere machen wir vielleicht gleich. So, jetzt kommt der Ho. Hi Ho. Nein. Irgendwie muss ich da dran kommen, Leute. Jawohl. So, und jetzt 9x9. Jetzt wird das alles eingezogen. Ja, gut. Das ist schon nicht schlecht, aber es muss hier weiter verarbeitet werden und deswegen werden wir auch die ganzen Sachen wieder reinpacken. Den brauchen wir vor allem, den anderen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Das müsste so gehen. Ich habe das alles doch auf den Master Infusion Crystal gemacht. Ja, gut, okay. Zu überlegen ist, ob man das jetzt abzieht und ins Netz, in das ganze Netz reinzieht, hier in das Storage System. Das ist ja, es liegt ja hier ein Kabel. Ich will jetzt nichts anderes machen als Kabel. Das ist ja hier ganz in der Nähe. Das ist kein Problem, können wir machen. Aber ich glaube, wenn man unten das dran schließt. Jetzt fehlt natürlich eins. Ich muss ja auch Strom haben. Das heißt, ich müsste. Hier oben ein Moment, das geht ja auch. Man kann es ja machen, indem man
indem man einfach hier ein Energy Upgrade reinsetzt. Range Upgrade, es ist nur erforderlich, ich habe das mal getestet, deswegen habe ich ein Range Upgrade. Nur erforderlich, wenn das Ziel doch zu weit entfernt ist, aber das ist jetzt nicht der Fall, deswegen brauchen wir es nicht. Aber wir gucken mal ein Energy Upgrade rein und da muss natürlich ein Flux, Moment, den habe ich doch da, ja, Flux Point, den setzen wir mal hinten dran. So, jetzt haben wir da auch Strom. Und ja, wie geht das jetzt mit dem Strom? Moment, das muss doch eigentlich genauso gehen. Das habe ich bei FTB Skies gemacht. Das ist, da muss noch ein anderes, gibt es noch ein anderes Ding, was man hier reinsteckt. Warte mal, wie war das? Ich gucke gerade mal nach. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Add Modular Routers. Wie war das? Ich hatte irgendeinen Teil. Hier. Da. Energy Output Distributor, ich glaube der Distributor war es, wenn ich mich recht entsinne. Output, nee, Output, ich meine Distributor, genau, der hatte nämlich 8, Base 8, maximal 48, je nachdem, wie viele Energy Upgrades drin sind, glaube ich. Also ich mache das Ding mal. Der war ein bisschen aufwendiger, genau. So war das. Also ich habe das alles auch schon gemacht, aber bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Wie war denn das mit dem? Energy Output Module. Das ist ja einfach. Es war aber das Komplizierte, da bin ich ziemlich sicher. Das braucht man dazu. Ah ja, okay, gut. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, was gemeint ist. Nein, es ist nicht wahr. Ich brauche unbedingt Redstone. Es ist nicht wahr. Ich habe kein Redstone. Also, das ist das Erste. Und das machen wir jetzt auch sofort. Wir werden uns umgucken nach Redstone. Das ist ja kein Zustand hier. Mal gucken, habe ich hier noch was drin? Nein. Stopp, Start. Habe ich hier irgendwie Redstone? Ich habe hier Redstone schon drin gehabt. Das ist natürlich gar nicht. Oh, das geht ja gar nicht. Hier ist ja nichts mehr. Sofort produzieren. Sofort produzieren. Das geht ja gar nicht. So, okay, machen wir das. Also, Seeds. Seeds, Redstone Seeds. Das ist das Erste, was wir machen. Sonst haben wir da nicht ewig Mangel. Seed, so, Redstone Seeds. Was brauchen wir denn da? Wir brauchen nur Tertium Essenz. So, das ist ja jetzt ganz einfach. Also, Prosperity Seed Base. Das brauche ich hier nicht. Dann Tertium. Da haben wir 3. Das ist schon mal nicht schlecht. Und einen nehmen wir von hier. Ja, genau, so ist es. Das ist auch unpraktisch, dass ich da mal hinrennen muss. Ich muss das ja alles verändern. Alles verändern, aber wie gesagt, die Zeit. 1, 2, 3, 4. Und die 4. Hm? 1, 2, 3, 4. Habe ich 5 gemacht? Ah, ne. Das Schwein hat mich irritiert. Du hast mich irritiert, ja. So, mal gucken. Dann wollen wir mal sehen. Redstone Seeds. Das fahren wir gleich mal dahin. Und dann gucken wir mal, dass wir da ein bisschen produzieren. So. Im Grunde kann man das ja auch hier hinsetzen. Mal sehen, was sich da tut. Ja. Bisschen Fertilizer drauf. Ja, geht. Okay. Und ich meine, die sind natürlich, das ist auch schon sehr viel. So, wir waren gerade dabei, dieses Upgrade zu machen. Ich
meine, das ist jetzt nicht extrem wichtig, denn der hat ja noch Strom und ich könnte natürlich auch Strom dahin daran setzen. Ist jetzt eigentlich, machen wir auch so. Ich mache das später mit der Stromerzeugung. Das ist jetzt nicht weiter schwer. Also, wie gesagt, ich brauche hier nur dieses Distributor-Module. Das weiß ja wahrscheinlich jeder. Das ist ein bisschen teurer, das Ganze. Dazu muss man erstmal das machen und dieses Ding. Und dann kann man einfach hier drauf gehen, klicken mit Rechtsklick und dann wird das reingelegt und dann ist es gut. Dann hat der Strom. So ist es natürlich sehr praktisch, auch eine ganze Reihe von Maschinen direkt mit dem Router zu verbinden. Und ja, man kann gleichzeitig Strom weitergeben, als auch die ganzen Items rausziehen und andere Aktivitäten vornehmen. Also das ist schon, ja, ist schon eine feine Sache, muss ich sagen. So, gut, dann kommt das weg, das wieder weg. Und ich glaube, das packe ich auch rein. Den Pot auch hier. Ich bin ja mal gespannt. Es wäre interessant zu sehen, ob diese Pflanze, ob die auch, ob da die Seeds vermehrt werden. Das probiere ich. Das probiere ich. Der braucht Tertium. Tertium. Was hat er hier? Tertium. Ja, genau. Das ist doch das Richtige. Und dann nehmen wir mal die Fläschchen. Gucken mal, ob da jetzt auch noch mehr Seeds rauskommen. Ist sowieso nicht schlecht. Mal ein bisschen mehr produzieren. Also sonst kriegt man ja immer diese Seeds hier. Ne? Das ist ja eigentlich so das Typische. Aber es ist nicht immer der Fall, habe ich gesehen. Und bei dieser Methode da hinten ist es, glaube ich, gar nicht so. Jetzt nichts im Moment, kommt nichts raus. Na gut, scheint nicht so zu sein. Also gut, wir lassen es mal drin. Oder wär ja schneller hier, ne? Okay, dann machen wir eine zweite Möglichkeit zum. Wollte hier eigentlich was rausholen. Und zwar einmal diese Essenz. Und da machen wir gleich 4 von denen draus und dann geht's weiter. Was ich noch nicht gemacht habe und eigentlich am Anfang schon machen wollte, oder am Anfang, als ich diese Quarry gebaut habe. Warum habe ich jetzt schon wieder nur 2? Naja, gut. Das geht ja weg wie warme Semmel hier. Ja, ich habe diese Quarry nicht enchanted. Die kann man mit einem sogenannten Enchantment Mover kann man die enchanten. Das geht, indem man Gegenstände hat oder es gibt auch, glaube ich, eine erweiterte Funktion. Ich kann das mal eben zeigen. Quarry, also der Vollständigkeit halber. Ja, da gibt es den Book Enchantment Mover, der ist ein bisschen, ich glaube, ein bisschen teurer. Da sieht man ja schon, 64 Bookshelves, ja, 2 Beacon, der ist teurer. Da kann man also Bücher reinpacken. Und die Quarry reinlegen und dann wird das übernimmt er praktisch die Enchantments. Sehr praktisch. Es gibt auch den einfachen Enchantment Mover. Moment. Diesen, ganz einfach. Diesen. Der ist ein bisschen billiger, ne? Den kann man also vielleicht. Oh, auch nicht so ganz billig. Oh, auch Schweinchen habe ich jetzt mitgetötet. Oh, tut mir leid. Na gut. Ja, also das kann ich nur raten, wenn man das mit der Quarry macht. Ich habe es jetzt erstmal gelassen, aber das werde ich durchaus nochmal versuchen. Und ich gucke mal, ob das nicht doch eine Möglichkeit ist, um ein bisschen, man kann es ja auch beschleunigen, das Ganze, ob das, dass man ein bisschen mehr Items bekommt.
So, das packe ich hier rein. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wo habe ich denn das ganze Kalzit? Kalzit, da ist es drin. Jawohl. Das Farmland habe ich mal hier gehabt, damit wir so ein bisschen Ordnung reinkriegen. Salpeter, aha, interessant. Ja, gut. Also ich denke, das ist jetzt schon eine ganz gute Möglichkeit. So, ja, also ich finde, es steigert sich. Es ist noch nicht wahnsinnig schnell, aber ich könnte natürlich hier auch noch ein bisschen was auslegen. Denn 9x9 ist das nicht. Also können wir noch ein bisschen ein paar Pflanzen dazu nehmen. Das ist natürlich sehr langsam. Boah, ist das lahm. Ja. Boah, der ist immer so müde. Ich weiß auch nicht warum. Komisch. Das ist auch nicht schlecht. Vielleicht nehmen wir diese Dinger auch noch dazu. So, das ist sehr gut. Und dann kommt das Ganze auf das große Feld. Also, ich wollte es hier reinpacken. Und natürlich weitere Seeds hier. Ach so, ich muss erstmal den Fertilizer. Fertilizer hatten wir ja noch eine ganze Menge. Die packen wir einfach da rein. So. Mal gucken. Sollte gehen, ne? Das ist natürlich nicht der Sinn. So. Okay, jetzt aber. Also das funktioniert schon, aber das ist zu weit. Das ist zu weit. Ja. Ich mach's mal lieber mit der Axt. Ich glaube, da sollte ich jetzt kein Risiko eingehen. So. Okay. Das Puller Module, das kann, muss raus. Das kommt weg. Da kommt Erde drauf. Dann machen wir da einmal Farmland draus. Das kommt dann drauf und dann. Was machen wir da für eine Pflanze? Ist egal, ne? Machen wir das hier. So, fertig. So, und jetzt kommt natürlich der Pylon wieder. Da kommt wieder das Ding rein. Und das Ganze drauf 9x9. So, on, jawohl. Die Kiste muss drauf. Das Modul muss darauf verlinkt werden. So, und dann kann es wieder losgehen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Ich hoffe, das geht jetzt auch hier. Also wir zählen nochmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 1 müsste noch gehen. Es steht hier. 1, 2, 3, doch, es müsste um 1 müsste ich es noch... Eins müsste ich noch rauskriegen. Das wäre schon mal ein bisschen mehr. Mal sehen, ob das jetzt geht. Das funktioniert. Ja, ich glaube, es geht. Gut, damit hätten wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht und die Produktion etwas verbessert. Und jetzt fehlt eigentlich erstmal nur die Anbindung an das System. Das werden wir dann das nächste Mal machen. Okay, bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sag mal bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend. Tschüss.